Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von dem Format ohne Namen. Ich wünsche euch einen ganz schönen Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt schöne warme Tage gehabt. Ich glaube, in Deutschland oder wo auch immer ihr seid, ist es hoffentlich auch so warm. Also hier ist es nicht so warm, hier sind es 14 Grad, aber für schwedische Verhältnisse ist es sehr warm. Willkommen zu unserem kleinen Mental Health Talk. Ich habe vor ein paar Wochen ja mal so ein bisschen auch erzählt, so was mir so, wie ich mich mit dem ganzen Thema beschäftigt habe. Und ich wollte noch mal ein bisschen auf eure Fragen drauf eingehen. Deswegen habt ihr mir Fragen auf Instagram gestellt. Ich wollte kurz am Anfang sagen, abonniert mich gerne. Mir hat dann euch jemand gesagt, dass das cringe ist, dass ich das sage. Aber wenn ich es nicht sage, dann macht ihr es auch nicht. Deswegen macht es, Leute. Seid nett. Ich hoffe, man hört draußen nicht die Geräusche. Hier sind gerade Bauarbeiten und mich nervt's. Bevor ich ins Thema einstarte, ich spiele ein bisschen mit dem Gedanken, ob ich vielleicht wieder auf ein Video die Woche runterschrauben sollte und mir dafür mehr Zeit für das eine Video nehmen sollte. Ihr könnt mir ja immer gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, was ihr besser findet. Ich bin mir unsicher. Ich mag eigentlich meine zwei Videos die Woche. Ich mag auch diese Talks, aber ich würde gerne vielleicht lieber in das eine Video dann doppelt so viel Arbeit stecken als in zwei Videos, wenn ihr versteht, was ich meine. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Oder ob ihr sagt, nein Lotta, wir brauchen die Mittwochstalks, die sind wichtig. Dann mache ich sie gerne weiter, weil ich habe nie ein Problem damit zu reden. Aber ich wollte heute nochmal ein bisschen auf das ganze Mental Health Thema eingehen, auf eure Fragen, weil mir ist es wichtig, darüber zu reden. Trotzdem möchte ich euch sagen, auch wenn Leute nicht darüber reden, kann es trotzdem sein, dass sie Struggles haben. Ich habe auch ganz lange nicht über das Thema geredet und habe meine Probleme einfach mit mir selber rumgetragen. Steigen wir mal mit der Basic-Frage an. Wie geht es dir momentan? Also, mir geht es momentan ein bisschen gemischt. Ich habe ein ganz extremes Problem gerade wieder mit meinen Ohren. Ich hoffe, man versteht mich oder ich rede normal. Ich habe das auch schon im letzten Video gemerkt, ich rede ein bisschen anders, weil ich mich nicht so gut höre. Meine Ohren sind komplett zu und es liegt aber nicht daran, dass ich dreckige Ohren habe. Ich putze meine Ohren nämlich regelmäßig, sondern ich habe das, wenn ich gestresst bin und wenn mich sehr viel beschäftigt. Und ich bin momentan in der Phase, wo ich so ein bisschen lost bin. Nicht lost in dem Sinne, dass ich traurig bin, aber ich bin einfach lost von meinen Gedanken her, weil mich alles überfordert. Ich habe so ein bisschen, denk sehr viel drumherum gerade, kau sehr viel rum. Und to be honest, ich sag's jetzt einfach so, wie es ist. Ich bin ein bisschen Delulu momentan, weil die Boys machen mich Delulu, okay? Was heißt die Boys? Der Boy macht mich Delulu. Ich weiß nicht mal, ob ich ihn als, also ja, ihr merkt, es ist ein Problem. Und das macht mich kirre gerade, weil ich hatte das lange nicht mehr. Und mein Kopf ist wirklich, boah. Ich sag mal so, das Wetter macht sehr viel besser. Ich habe ganz tolle Sachen in letzter Zeit gemacht, einfach weil das Wetter toller war. Und trotzdem aber habe ich immer noch so ein bisschen meine Sachen und ich merke gerade, ich brauche so ein bisschen meine Zeit für mich und so ein bisschen dieses Abschalten und Wegkommen. Aber dazu kommen wir später auch noch. Aber mir geht es eigentlich ganz gut und ich bin eigentlich ganz happy momentan, würde ich sagen. Auch wenn mein Kopf manchmal wirklich auseinandergenommen wird von bestimmten Themen. Mit was strugglest du zurzeit am meisten? Okay, ich bin ehrlich, ich struggle momentan am meisten damit, dass ich meine Emotionen und mein Selbstwert nicht davon abhängig mache, wer mir wie viel Aufmerksamkeit schenkt. Punkt. Aus. Ende. Das ist alles, was ich dazu sage. Und das ist gerade das, was mich am meisten beschäftigt oder was mich am meisten nervt. Auch weil ich mir so denke, Alter, du sagst immer, du willst irgendwie den Plot im Leben, wenn wir es mal so ausdrücken. Und wenn es da ist, dann geht es dir eigentlich nur kacke damit oder macht es dich einfach komplett kirre, weil du an nichts mehr anderes denken kannst und das ist einfach sehr schlecht. Was hilft dir beim Entspannen im Alltag? Also, ich habe so ein bisschen zwei Sachen momentan, die mir sehr helfen. Zum einen ist es Handy weglegen. Also, ihr merkt vielleicht, ich poste ab 16, 17 Uhr nicht mehr so viel meistens. Manchmal dann wieder abends, so spät, so 22, 23 Uhr. Manchmal höre ich Podcast oder so, aber ich lege mein Handy weg. Und das ist für mich ganz wichtig, weil gerade wenn man damit arbeitet, ist es nochmal was anderes. Aber ich weiß auch, dass ja super viele auf TikTok einfach nur chillen. Und ich zum Beispiel gucke privat kaum TikToks.
Also einfach so durchscrollen mache ich nicht, weil ich mich interessiert es ehrlich gesagt auch gar nicht. Man muss, glaube ich, verstehen, dass man ein Leben außerhalb von Social Media hat. Dass nicht alles auf Social Media stattfindet und dass man wieder lernt, ohne Handy zu leben und ohne da auch irgendwie einen Inhalt zu finden. Weil als ich angefangen habe, so ein bisschen mein Handy wegzulegen, habe ich gemerkt, scheiße, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Was, also den ganzen Tag sowieso nicht, aber was mache ich in 2 Stunden? Was mache ich ohne Handy? Und das ist aber total wichtig für mich gewesen, dass ich auch einfach mal ein bisschen Abstand dazu kriege und einfach mal abschalten kann und nicht immer drauf gucken muss. Und ich habe das dann manchmal wirklich so, dass ich dann so 3 Stunden mich gar nicht traue, drauf zu gucken, weil ich es dann so richtig avoide und so bin so, oh mein Gott, nee, geh weg von mir, ich will gar nicht mehr drauf gucken, ich will nicht auf Instagram gehen, ich will nicht meine Nachrichten lesen, ich will niemandem antworten, ich will nicht meine Instagram-Likes checken, ich möchte gar nicht checken. Und das hilft mir total abzuschalten, einfach in der Zeit, weiß nicht, aufzuräumen, irgendwas zu sortieren oder keine Ahnung. Manchmal mache ich auch so dumme Sachen. Manchmal fange ich an, meine Wolle zusammen zu fädeln oder irgendwas, keine Ahnung. Oder manchmal gehe ich auch einfach nur Pakete abholen und mache so einen Scheiß und mache das halt in der Zeit. Aber das hilft mir total, wirklich einfach das Handy wegzulegen. Und das andere, was ich gerade wieder mehr mache, wo das Wetter besser wird, ist rausgehen, spazieren gehen. Ich war Sonntagabend spazieren. Ich war gestern Abend spazieren mit Leni. Gestern Abend ist es leider in der Bar geendet und wir haben ein Glas Wein getrunken. Ups. Aber rauskommen, in die frische Luft kommen und sich bewegen, Musik in die Ohren machen, Taylor Swift und einfach mal abschalten und rauskommen. Und ich habe das dann so ein bisschen, dass ich richtig melancholisch werde und manchmal fange ich an zu heulen. Gerade so letzten Sommer habe ich das auch öfters gemacht und in Hamburg sowieso. Und ich fange manchmal an, beim Spazierengehen einfach nur zu heulen, weil ich mir so denke, oh mein Gott, ich bin so traurig. Nee, gar nicht traurig, sondern so, oh mein Gott, mein Leben ist so hart. Nein, nee, wie soll ich das sagen? So dieses, ich bin sehr dramatisch, aber nicht dramatisch nach außen hin, sondern dramatisch in mir drin, dass ich so in meinem Film lebe, wenn ich dann so Musik. Bei mir ist es bei Musik einfach vorbei. Wenn ich Musik höre, die mich irgendwie so beeinflusst in meiner Mood, dann ist es vorbei. Momentan, falls ihr wissen wollt, welches Lied es momentan ist, ist von Noah Cyrus Again. Ihr kennt es vielleicht von TikTok, hört es euch mal an. Mich bringt es auf ein anderes Level von, oh mein Gott, was mache ich hier? Und wieso ist alles so hart? Aber also, das ist dann eher so ein Moment. Aber das hilft mir sehr, abzuschalten und rauszukommen und einfach spazieren zu gehen und so ein bisschen diese Ruhe von, es wird jetzt dunkel und es wird ruhig in mich einzunehmen. Und es ist total lustig, weil eigentlich bin ich ja ziemlich ängstlich und eigentlich gehe ich ja gar nicht gerne alleine raus, wenn es dunkler wird. Aber da ist es irgendwie okay. Vielleicht, weil es dann nicht 5 Uhr nachts ist und es halt erst 19:30 Uhr ist, aber das finde ich mega schön und das muss man öfters machen. Vielleicht hattet ihr jetzt erwartet, dass ich sage, oh mein Gott, wenn ihr euch im Alltag entspannen wollt, dann trefft euch mit Freunden. Ich liebe die Menschen in meinem Leben, aber mich laugt sozialer Kontakt eher aus und ich fühle mich danach nicht erholt. Ich mag das super gerne. Ich fühle mich danach auch nicht schlecht. Ich fühle mich danach erfüllt mit Liebe, aber ich fühle mich nicht erholt. Deswegen, das ist nicht das, was mich im Alltag besser fühlen lässt, sondern das ist eher so das, was mir die Energie macht, gibt zum Weitermachen. Und dann sind es so die Momente alleine, wo ich mir Zeit nehme für mich, wo ich abschalten kann und runterkommen kann. Und deswegen ist mir das auch total wichtig, immer so ein bisschen meine Zeit für mich zu haben und deswegen könnte ich auch niemals in einer WG oder so wohnen, weil ich einfach meine Ruhe brauche manchmal und einfach wirklich niemanden sehen möchte. Und das ist auch okay. Und ich lerne das auch zu sagen, dass ich sage, hey, ich kann jetzt gerade nicht mehr. Ich will einfach nur noch im Bett liegen und lesen und gar nichts mehr machen. Ich habe gerade keine Lust mehr. Und das ist wichtig, dass man das sagt. Apropos wichtig, dass man es sagt, kam eine Frage, ist es wichtig, jemanden zu haben, dem man alles erzählen kann? Also ich finde es sehr schwer, weil ich finde, es ist wichtig, darüber zu reden. Ich glaube aber nicht, dass es existenziell, ich weiß, dass es das Wort nicht gibt, wichtig ist, eine Person zu haben, die alles weiß. Weil man muss sich immer bewusst machen, dass Personen auch nur für eine bestimmte Zeit im Leben sein können und man das manchmal, auch wenn man jetzt gerade denkt, die Person wird für immer in meinem Leben bleiben, gar nicht voraussehen kann, dass vielleicht in einem halben Jahr sich alles ändert. Und dann hat man dieser Person alles erzählt und diese Person nimmt das mit in ihr eigenes Leben und du bist wieder alleine damit. Ich finde es nicht schlecht, das zu erzählen, was man so im Kopf hat.
Ich habe das selber auch bei Freunden gemacht, aber gleichzeitig habe ich dann halt auch gemerkt, oh, ich habe dir alles erzählt und jetzt sind wir nicht mehr befreundet. Und jetzt weiß diese Person das und ich kann nicht darüber reden mit ihr. Und so, das ist traurig. Aber ich glaube, also ich finde, es geht vielleicht gar nicht darum, dass man alles erzählt, sondern dass man das erzählt, mit dem man sich wohlfühlt und wo man das Gefühl hat, hey, das ist gut bei der Person aufgehoben. Und ich finde es halt aber auch wichtig, dass es auf Gegenseitigkeit beruht, weil ich möchte auch nicht von einer Person alle Geheimnisse wissen, wenn ich kein einziges meiner Geheimnisse erzähle. Also wisst ihr, was ich meine? So dieses Öffnen auf einer Ebene, dass es nicht so ist, okay, ich weiß super viel über dich und du weißt gar nichts über mich oder du weißt super viel über mich und ich weiß gar nichts über dich. Gar nicht, weil kein Vertrauen da ist, sondern einfach, weil ich finde, das ist ein Beweis von einer Freundschaft und von halt einer engeren und tiefgründigeren Beziehung. Und wenn das nicht auf einer Ebene ist, dann ist es vielleicht gar nicht die krasse Freundschaft, die es gibt. Klar, Leute haben es unterschiedlich schwer, sich zu öffnen und das ist auch okay, aber trotzdem glaube ich, ist es wichtig, dass es so ungefähr auf einer Ebene ist. Und ja, ich glaube, es ist wichtig, überhaupt zu reden, aber man muss sich immer klar machen, okay, ich muss auch nur so viel erzählen, wie ich möchte, wie ich kann und wie es mir auch was bringt. Aber du musst nicht eine Person haben. Es ist nicht Voraussetzung, diese eine Person im Leben zu haben, die man immer in alles einweiht. Also ich habe auch ganz viele Fragen bekommen zu, braucht man eine beste Freundin und wie ist es ohne beste Freundin und so. Ich würde sagen, dass ich wieder so ein bisschen eine beste Freundin habe. Facts. Spaß. Ich finde es eigentlich immer doof, das so zu betiteln, weil ich finde, es ist immer so ein Platz, den man damit einnimmt und so eine Verantwortung auch. Und nicht, dass ich keine Verantwortung übernehmen will, aber ja, ich weiß nicht. Ich finde, ist es einfach irgendwie so ein bisschen. Ich habe damit ganz schlechte Erfahrungen, weil früher war es immer so: Oh mein Gott, sie ist meine beste Freundin, du kannst nicht meine beste Freundin sein. Und oh mein Gott, beste Freundin und eins, zwei und drei. Und du bist meine drittbeste Freundin. So, ist scheißegal, Alter. Aber ich finde es, also ich hatte auch jetzt ganz lange gar keine engeren Freundinnen, weil ich aber auch natürlich Leute erstmal wieder kennenlernen musste, weil ich mich ja ziemlich von meinem alten Umfeld abgekapselt habe. Und ich finde es nicht schlimm, keine beste Freundin zu haben. Ich finde, es muss nicht sein, wofür man sich schämt. Also ich hatte auch, bis auf dann, als ich zurück nach Stockholm gekommen bin, nie so diese krass beste Freundin, weil ich aber auch einfach nicht der Typ dafür bin, der 24/7 aufeinander chillt. Und das ist vielleicht am Ende auch das, was eine Freundschaft bei vielen ausmacht, dass man viel Zeit miteinander verbringt. Ich finde gar nicht, dass Freundschaften immer nur darauf beruhen müssen, dass man viel Zeit miteinander verbringt, sondern dass man einfach die Ebene hat, die einen zu sehr, sehr, sehr engen Freunden macht. Aber man braucht keine beste Freundin. Es ist schön zu haben und es ist was ganz Wertvolles, was man, glaube ich, erst richtig, richtig, richtig doll wertschätzen kann, weil man es hat, weil eine beste Freundin kann man sich nicht von heute auf morgen suchen, sondern das bildet sich. Und das ist eine. Das sind ganz viele Erinnerungen und Gespräche und Momente und Lachen und Weinen und alles zusammen, dass sich so eine enge Freundschaft bildet. Ich habe ganz viele Fragen lustigerweise zu dem Freundschaftsthema bekommen. Wir können auch mal eine Folge drüber machen, aber ich würde jetzt einfach darauf eingehen, weil mich das auch ja, interessiert, das Thema. Freundschaften sind für mich persönlich, und ich glaube, da gibt es halt verschiedene Typen von, was tiefgründig sein muss. Und ich habe das gemerkt und das ist, glaube ich, auch was, was mit dem Alter vielleicht so ein bisschen kommt, weil früher war das auch anders, dass ich keinen Wert auf oberflächliche Freundschaften lege. Und das mein ich gar nicht damit, dass ich Leute nicht nett finden kann oder dass ich jetzt nicht mal so ein bisschen Kontakt haben kann. Mir ist es einfach nicht wert. Gar nicht böse gemeint, aber für mich machen Freundschaften nicht halt eben aus, dass man 24/7 Zeit miteinander verbringt oder dass man, keine Ahnung, sich jeden Tag auf eine Story postet, sondern für mich machen Freundschaften aus, wenn man tiefgründige Gespräche hat, wenn man sich öffnet und wenn man ja, irgendwie lachen, weinen und heulen, nee, das ist das gleiche, lachen, weinen und keine Ahnung, was kann gleichzeitig. Und das ist mir halt wichtig und das ist mir klar geworden, glaube ich, so ein bisschen, als ich gemerkt habe, oh mein Gott, diese Freundesgruppen, die es auch in der Schule gab und so, sind so oberflächlich. Also ich war auch in so einer Gruppe, also nicht in der Oberstufe, sondern so Ende 10., Anfang 11. so ein bisschen, bis dann diese Typen kamen, die mich super scheiße fanden. Und ich habe so gemerkt, Alter, mit
60% dieser Gruppe wäre ich nicht befreundet, wenn ich nicht in dieser Gruppe wäre. Mit 60% habe ich mich noch nie alleine getroffen. Literally, mit außer als, also mit bis auf 2 oder 3 habe ich mich noch nie alleine getroffen aus dieser Gruppe. Das sind keine richtigen Freunde. Wir verstehen uns gut und wir sind vielleicht befreundet, aber du wärst niemanden, den ich erzählen würde, wenn es mir schlecht geht. Und es ist gar nicht, dass ich sage, ich muss jedem erzählen, meiner Freunde, wenn es mir schlecht geht, sondern so dieses, brechen wir es runter, ich habe lieber 2 enge Freunde als 10 oberflächliche Freunde. Und das ist mir wichtig. Ich habe sehr viele Fragen auch zu dem Thema Therapie bekommen. Und ich habe ganz auf die Frage gelesen, ab wann sollte man sich Hilfe holen und woher weiß ich, wann ich Hilfe möchte. Und ich weiß, dass ich Hilfe brauche, ich kann mir aber keine Hilfe suchen. Und ich finde, es ist ein ganz spannendes Thema, weil ich weiß, dass viele unter dem Druck leiden, geht es mir schlecht genug, um zum Psychologen zu gehen. Ich bin der Meinung, Hard Take, ich will damit niemanden persönlich angreifen, aber ich bin der Meinung, dass jeder zum Psychologen gehen sollte. Aber nur in dem Fall, dass es genug Psychologen gibt, weil es gibt Leute, die brauchen es wirklich und es gibt Leute, die brauchen es vielleicht weniger. Aber ich finde, wenn du drüber nachdenkst, hey, ich sollte zum Psychologen gehen, dann hast du das Recht, dahin zu gehen. Ich weiß, dass es nicht einfach ist und ich weiß, dass es allein schon nicht einfach ist, davon überhaupt einen Termin zu kriegen, aber du musst nicht einen gewissen Punkt erreichen, um zum Psychologen zu gehen, weil diesen Punkt gibt es nicht. Weil es gibt keinen Maßstab für deine Struggles, es gibt es einfach nicht. Wenn du damit struggles, dann ist es ein Problem und dann ist es dein Problem und dann ist das Problem ernst zu nehmen und dann ist das Problem auch nicht zu vergleichen mit irgendwas anderem, weil Probleme werden nicht verglichen, genauso wie Körper, werden auch nicht verglichen. Werden sie trotzdem, ich weiß, ist scheiße, aber sollten nicht verglichen sein, weil das, was für dich ein Problem sein kann, kann für den anderen kein Problem sein. Das, was für andere ein Problem sein kann, kann für dich selber kein Problem sein. Und deswegen ist es gar nicht, gibt es gar nicht den einen Punkt. Ich finde, wenn man drüber nachdenkt und wenn man ernsthaft mit dem Gedanken spielt, dann ist es schon der richtige Punkt, weil es ist nicht einfach, sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, um überhaupt dran arbeiten zu können, sich einzugestehen, ich brauche Hilfe. Und vielleicht gar nicht nur, ich brauche Hilfe, sondern ich habe ein Problem. Du musst dir nicht mal Hilfe suchen direkt, sondern hey, ich habe ein Problem. Und du kannst auch vorher hingehen und das ist total egal. Du musst dir nicht eingestehen, dass du ein Problem hast und musst dann erst zum Psychologen gehen, sondern vielleicht kann dich auch der Psychologe oder die Therapeutin oder sonst wer davon überzeugen, dass du ein Problem hast, wenn du schon da warst. Aber es ist, glaube ich, wenn man sich allein schon mit dem Gedanken anfreundet, hey, ich könnte da vielleicht mal hingehen und vielleicht könnte ich mich da ein bisschen öffnen, dann bist du schon auf dem richtigen Weg. Und ich weiß, dass viele Ärzte gerade in der normalen Medizin, nicht in der Psychologie, noch so ein bisschen sind so, oh mein Gott, wenn sie nicht, keine Ahnung, gerade halb vom Sterben ist oder eigentlich eingewiesen werden sollte in die geschlossene Psychiatrie, dann braucht sie keine psychologische Hilfe. Ich weiß, dass es der Fall ist und das ist auch ein Problem, was ich nicht ändern kann, was du nicht ändern kannst, was eher in der Medizin oder in der Struktur liegt, bitte lass dich davon nicht beeinflussen. Bitte, bitte, bitte lass dich davon nicht beeinflussen. Weil, also mir wurde nie gesagt, dass ich kein Problem habe. Deswegen, mir wurde das nie runtergeredet. Außer in der Schule. Meine Kunstlehrerin, soll ich euch erzählen? Meine Kunstlehrerin hat so, ich habe einen Nachteilsausgleich gehabt und ich durfte so manchmal früher gehen. Und sie hat mir nie geglaubt, dass ich überhaupt ein Problem habe. Weil ich halt nie so aussah, als ob ich ein Problem habe. Also weil ich halt immer in der Schule saß und glücklich war und mit allen gelabert habe und, keine Ahnung, gechillt habe. Und sie hat mir nicht geglaubt, dass ich ein Problem habe. Und sie immer so, wie, du musst jetzt gehen? Und ich hatte auch so Herzprobleme, ja. Und einmal hatte ich das in der Schule auch, als ich bei ihr Unterricht hatte und sie so, what the fuck? Also nicht what the fuck, das meinte sie nicht, aber sie war so, oh mein Gott, das glaube ich dir nicht. Und ich so, ich krieg keine Luft mehr. Und ich glaube, im Nachhinein war es eine Panikattacke, aber es war so, lol, ich sterbe gerade fast gefühlt innerlich und du sagst mir, hä, was ist los, hör auf zu simulieren. Und ja, deswegen, das war ein bisschen kacke, das habe ich da erlebt, aber grundsätzlich habe ich es nicht so oft erlebt, dass mir jemand gesagt hat, hey, du hast kein Problem oder ich sehe dein Problem nicht. Aber ich glaube, das ist was, das kann ich auch nicht ändern und das können wir nicht ändern. Und das ist nicht was an uns liegt, sondern es ist was an der Struktur liegt und an der Gesellschaft, wo man immer noch davon ausgeht, dass Probleme oder Fakten nur da sind, wenn sie sichtbar sind. Und das ist es halt einfach nicht. Und das ist ja auch das Schwere gerade bei der ganzen Mental Health, dass es so ein Thema ist, was man nicht sieht, bei den wenigsten. Ja, dadurch ist es halt so super schwer zu erklären und zu verstehen für Leute, die damit keinen Bezugspunkt zu haben. Hard Take, hätte ich ganz viel Geld auf der Welt, dann würde ich ganz viele Leute bestechen, dass sie Psychologie
Psychologie studieren und dann hätten wir genug Psychologen und dann könnten alle zum Psychologen gehen. Ich liebe Psychologen. Jeder sollte zum Psychologen gehen. Es ist einfach wie ein Zahnarzttermin. Das verstehe ich nicht. Wieso können wir nicht eine zweijährige Grunduntersuchung machen beim Psychologen wie beim Zahnarzt? Gar nicht, weil wir irgendwelche Probleme rausfinden sollen, sondern weil es genauso wichtig sein sollte, wie es uns innen drin geht, wie es uns außen geht. I don't get it. Please, do it. Bist du oft traurig oder weinst du oft? Nein, ich bin weder oft traurig noch weine ich oft. Ich bin manchmal melancholisch und manchmal bin ich ein bisschen dramatisch in mir drin, aber ich weine nicht oft und ich bin auch nicht traurig. Und das letzte Mal, als ich richtig doll geweint habe, so richtig von Herzen, weil ich meine Bierflasche auf den Kopf bekommen habe. Aber das war nicht aus Traurigkeit, sondern einfach, weil es Aua gemacht hat. Aber ich bin tatsächlich nicht oft traurig. Ich bin eher so ein bisschen leer und so ein bisschen weiß. So nix. Aber ich bin nicht traurig. Und das ist aber, glaube ich, eher mein Problem, dass ich genau das nicht sein kann. Dass ich ganz schwer nur traurig sein kann und ganz schwer nur weinen kann und sehr wenig weine und vielleicht öfters weinen sollte. Was ich halt nicht so oft mache, weil ich mich sehr abgewöhnt habe zu weinen, weil es Zeiten gab, wo ich sehr viel geweint habe und wo ich sehr unkontrolliert geweint habe. Und das ist halt nicht gut. Also was heißt, das ist nicht gut? Da ging es mir halt nicht gut. Und deswegen habe ich ein bisschen Angst vom Weinen und vom Traurigsein. Passiert im Besten. Wie mit Body Image klarkommen? Also, dazu möchte ich ein bisschen was sagen, weil ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema und das ist ein Thema, was ganz viele beschäftigt und Body Image ist was, was ja irgendwie auch so ein bisschen so dieses Nicht-Sichtbare ist, weil du siehst meinen Körper so, wie du ihn siehst, wie er ist und ich sehe meinen Körper gefühlt durch eine Brille, die die falsche Sehstärke hat, wenn wir es jetzt mal so ausdrücken. Und was ich euch damit sagen möchte, ist, dass ich meinen Körper auch anders wahrnehme, als ihn andere wahrnehmen. Und ich manchmal wirklich so Angst habe, so, oh mein Gott, was ist, wenn mich Leute ganz anders sehen? Ich möchte nicht sagen dick oder dünn, weil ich finde es sehr doofe Ausdrücke, aber es gibt Tage, an denen sehe ich mich als mehr und als weniger. Und je nachdem, welcher Tag es ist, habe ich auch Angst, wie sehen mich andere Leute. Wenn ich mich als mehr sehe, dann denke ich, oh mein Gott, vielleicht sehen mich Leute aber als weniger. Und wenn ich mich als weniger sehe, denke ich so, oh mein Gott, vielleicht sehen mich Leute aber doch als mehr. Also ich denke immer, die Leute denken das Gegenteil von dem, was ich gerade denke oder was ich gerade sehe. Je nachdem auch, wie meine Laune ist, wie ich zu mir selber stehe, wie happy ich bin, wie motiviert ich bin, wie dankbar ich bin, ändert sich mein Blick zu meinem Körper. Also wenn ich traurig bin, oder ich bin nicht traurig, sorry, jetzt habe ich gesagt, ich bin doch traurig, scheiße. Naja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel schlechte Laune habe oder gerade irgendwas los ist, dann kann ich schneller so ein Abstoßen gegen meinen Körper entwickeln, als wenn ich gerade dankbar bin und wenn gerade alles schön ist und ich so bin, yay, ich bin gerade happy und ich bin dankbar dafür, dass mein Körper mich durch mein Leben trägt. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, sich zu erinnern, dass unser Körper die Grundlage für alles andere ist. Und ich sag das gerade und ich mache selber nicht perfekt. Ich tue meinem Körper sehr viel Schlechtes. Ich schlafe zu wenig, ich trinke Koffein, ich trinke Alkohol. Ich esse zu unregelmäßig. Aber trotzdem müssen wir uns bewusst machen, unser Körper ist der Grundsatz zum Leben. Das ist, ohne unseren Körper können wir nicht weiterleben. Und das klingt so dumm und so, ja, Sherlock Holmes, Alter, klar. Aber ich glaube, man vergisst das oft. Ich glaube, man vergisst es oft, dass ein Körper auch Grenzen hat. Und dass, wenn diese Grenzen erreicht sind, dann ist es auch schwer, wieder zurückzufinden. Du kannst dich bestrafen. Bestraf dich meinetwegen. Nimm dir deine Lieblingsserie weg. Du darfst eine Woche nicht deine Lieblingshandtasche tragen oder du darfst eine Woche nicht in dein Lieblingscafé gehen. Aber bestraf deinen Körper nicht. Okay, im Café kannst du gehen, weil da kriegst du Kuchen und Essen. Aber bestraf deinen Körper nicht. Bestraf dich meinetwegen anders. Und gar nicht, ich meine nichts anderes jetzt im schlechten Sinne, aber so, sag, okay, ich habe jetzt Fernsehverbot 3 Tage. Das ist vielleicht auch eine Variante, das klingt jetzt gerade sehr dumm, aber ich verstehe das Gefühl von, ich habe das jetzt gerade einfach nicht verdient, aber der Körper sollte nicht das sein, was drunter leidet, weil der Körper ist am Ende das, was der am besten ist und der am besten funktioniert. Niemand, niemand wird sich in 30 Jahren dafür interessieren, was du morgen Abend isst. Du wirst es wahrscheinlich in einer Woche nicht mehr wissen. Du wirst nicht sagen, scheiße, hätte ich mal nicht die Nudeln gestern gegessen in 30 Jahren. Wirst du nicht sagen. Und
egal wie du dich jetzt gerade fühlst. Und ich glaube, das ist, ich glaube, das macht es nicht besser, aber ich glaube, das macht es einem vielleicht bewusster, wie irrelevant es ist. Egal wie du dich jetzt gerade fühlst und wie sehr du gerade nicht in den Spiegel gucken möchtest und wie sehr du das Gefühl hast, du solltest dich bestrafen und du solltest irgendwie, keine Ahnung, dich ändern, mehr Sport machen, deine Haare anders tragen, dein Make-up anders machen, deine Haut sollte besser werden. In 30 Jahren wirst du darauf zurückblicken und wirst sagen, Scheiße, war ich hübsch. Und es macht es nicht besser, ich weiß. Wir werden trotzdem immer irgendwas an uns finden, was wir hassen. Gar nicht, weil es vielleicht wirklich nicht liebenswert ist, sondern weil es einfach schwer ist, alles an sich zu lieben. Und das ist auch nicht die Voraussetzung, dich jeden Tag komplett zu lieben. Weil es ist, sorry, aber es ist nicht möglich. Und ich fand es so lustig, ich habe mit Leni gestern drüber geredet. Ich habe dann neulich so ein YouTube-Video gesehen, wo das war so, schätz dich mal ein von 1 bis 10, was bist du? Und ich habe ihr gesagt, oder wir haben gesagt, eine 10 von 10 ist hart, weil ich finde, eine 10 von 10 zeigt klar ein gewisses Selbstbewusstsein, aber ich finde, es gibt einen Indikator darauf, wie selbstreflektiert man ist und wie sehr man sich damit beschäftigt, was man nicht schön findet und was man schön findet an sich oder was man was man zufrieden ist oder was nicht. Aber je nach Tag und je nach Laune kann man eine 6 von 10 sein und eine 9 von 10 und eigentlich finde ich diese Zahlen total scheiße. Aber niemand auf der Welt fühlt sich jeden Tag wohl mit sich selber. Und niemand auf der Welt hat jeden Tag das Gefühl, scheiße, ich bin eine 10 von 10. Auch wenn dir das Leute sagen, die Leute werden Tage haben, wo sie sagen, heute sind meine Haare doof oder heute habe ich Pickel oder heute, keine Ahnung. Irgendwas wird es immer geben. Und selbst eine Kendall Jenner, ob ihr es glaubt oder nicht, wird in den Spiegel gucken und sich mal nicht schön finden. Und das kann mir niemand erzählen. Ich habe zwar noch nie mit Kendall Jenner geredet und ich kann es euch auch nicht zu 100% wahrscheinlich versprechen, aber ich kann euch eigentlich Taui drauf wetten, dass selbst Kendall Jenner mal sagt, heute fühle ich mich nicht wohl. Und das ist okay. Da muss man diese Tage durchstehen. Dann muss man sich, glaube ich, einfach bewusst machen, dass es bessere Tage gibt und dass das gerade nur der Moment ist und dass es nicht die Realität ist. Ich finde es schwierig zu sagen, wenn es dich stört, dann ändere es, weil ich finde, es ist ein ganz schmaler Grat zwischen, ich ändere es, weil ich mich damit besser fühle und ich kämpfe gegen mich selber an. Weil am Ende, alles, was du änderst an dir, ist ein Kampf gegen dich selber. Sorry, ich bin ein bisschen erkältet. Man muss so ein bisschen den Mittelweg finden zwischen, okay, wenn ich, keine Ahnung, Pickel auf dem Rücken habe und die loswerden will, dann benutze ich eine Creme und versorge die gut und dann ändere ich es. Oder, oh mein Gott, ich hasse meinen Körper, ich will meinen ganzen Körper ändern. Weil, wenn es dich stört, dann solltest du nicht deine Nase ändern. Weil ich finde irgendwie, ich glaube, dass es keine gute Grundlage ist, um mit sich selbst zufrieden zu sein, wenn man Dinge an sich ändert, die eigentlich einfach zu einem gehören. Was ich eigentlich zum Schluss noch sagen möchte, ist, dass ich weiß, dass es niemanden besser fühlen lässt, aber du bist nicht alleine damit. Und egal, welche Probleme du hast, du bist nicht alleine damit. Und du darfst dir Hilfe suchen. Und egal, wie schlecht es dir geht, du darfst dir Hilfe suchen. Egal, wie groß deine Probleme sind. Deine Probleme sind nämlich genauso groß, wie du sie machst. Und das meine ich nicht im Negativen, sondern im Positiven. Du darfst dir Hilfe suchen. Und es ist okay, mit Dingen zu strugglen. Es ist okay, schlechte Tage zu haben. Und gleichzeitig ist es aber auch okay, wenn es ganz viele gute Tage gibt und wenn man gar nicht so richtig weiß, wieso kommen die schlechten Tage. Und dann ist vielleicht der Zeitpunkt, dass man das rausfinden muss, wieso kommen schlechte Tage. Und ja, ich möchte damit einfach nur sagen, es muss dir nicht nur schlecht oder gut gehen, es kann dir auch beides gehen. Klingt dumm, aber du kannst gute Körpertage haben, du kannst schlechte Körpertage haben, du kannst traurige Tage haben, du kannst glückliche Tage haben. Und das sollte keinen Indikator daraus ergeben, wie groß deine Probleme sind. Und damit würde ich sagen, ich verabschiede mich jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Woche. Ich hoffe, es war nicht zu chaotisch. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Freitag, nein, Sonntag wieder. Bye!